Hallo und herzlich willkommen zu unserem Tango-Tutorial. Wir sind Ricardo und Raquel und pünktlich zum Frühling endlich wieder mit neuen Figuren für euch da. Heute machen wir für die Männer ein kleines Drehmoment aus dem Rückwärts-Ojos der Frau. Beginnen mit dem Rückwärts-Ojos und wir empfehlen euch, die Rückwärts-Ojos auf der Linie zu machen, also auf eine Gerade. Also was ich meine jetzt ist hier wirklich ein schön sauberer Rückschritt, geht nicht in diese Richtung, also nach vorne. Wenn ihr nach vorne geht, werdet ihr schwerer haben, die Frau dann wieder aus dieser Richtung wieder zurückzubringen hinter euch. Es ist leichter, wenn ihr also dadurch, dass ich jetzt mit ihr auf der Linie die Ojos mache, ist es schon der Anfang von einer Drehung. Das heißt, ich komme jetzt unten an ihrem Fuß, aber ich berühre nicht ihren Fuß. Ganz wichtig, wenn ich den Fuß berühre, wird die Frau immer denken, ah, er möchte was da unten. Und die Aufmerksamkeit geht sofort auf den Fuß und sie bleibt stehen. Aber wenn meine Führung weiterkommt, dann gibt es immer so ein kleiner stoppen, ja, in der Bewegung. Deshalb, ich empfehle euch nicht die Frau zu berühren, sondern kurz davor. Ja? Und jetzt, meine Idee ist jetzt weiter auf das vordere Bein zu gehen, also eigentlich in diese Diagonale. Oben drehe ich meinen Oberkörper weiter und bringe sie in den Rückschritt und zur Seite. Rück, Seite, das heißt, ich bin jetzt noch in diese Richtung. Und jetzt, nachdem ich den Seitschritt geführt habe für die Frau, drehe nur meinen Unterkörper unten weg, nicht meinen Oberkörper, und dadurch lade ich sie ein, nach vorne zu kommen. Gehen wir mal kurz in den Seitschritt. Genau, stellt euch vor, wir sind hier zusammen verbunden, das könnt ihr vielleicht sehen, zusammen, und wenn ich hier unten ziehe, ziehe ich auch hier an ihren Kleid sozusagen, genau. Ich spüre das unmissverständlich, weil sein Oberkörper bleibt ruhig. Und wenn sein Oberkörper ruhig bleibt und unten eine Führung kommt, dann fühlt sich das gleich an, nur sanfter, wie wenn er unten nichts macht und oben mich führt. Das ist aber einfach jetzt hier viel direkter. Deshalb haben wir hier unten diese Verbindung. Genau, und jetzt ist eigentlich eine Parade, ein Vorwärts-Ojo. Ich beende jetzt mal, ich bringe sie nach vorne und mein Fuß kommt also Schluss unten an, wenn ihr Fuß zu Ende gedreht habt, dann nach vorne, Fußwechsel, vor, seit und wieder schließen. Mach es vielleicht einmal so rum. Mhm. Nochmal kurz ein bisschen weiter. Genau. Also die Ojos, rückwärts. Fuß unten, nicht berühren. Oben, öffne in den Seitschritt. Unten, nachziehen und jetzt kommt ihr von oben. Und wieder hoch. Vor, Seite oder ihr geht nach vorne, genau. Für die Frauen, ich empfehle wie immer diese Mitteposition, wenn ich einen Schritt mache beim Tanzen. Na, wenn ihr das im Fluss tanzt, fällt es niemandem auf, dass ihr den Fokus darauf habt, beide Füße 50-50% von dem Gewicht haben. Dass ihr sozusagen nicht von Achse zu Achse springt, sondern einfach im Kopf immer denkt, ich will hier hin. Insbesondere halt eben in diesem Viereck. Weil ihr müsst ja gut in eurer Achse stehen. Das ist auf zwei Beinen in diesem Moment einfach viel, viel klarer für euch. Das ist immer so, das klar ist. Es fängt schon bei den Ojos an, dass ich den Moment einmal habe. Den Moment. Klar gehe ich hier durch und ihr werdet mich nie irgendwie lange in dieser Position sehen. Ich fließe hier durch, aber durch diese Aufmerksamkeit habe ich dieses Moment und diesen Stand.
Figur. Mhm. Dann auch hier denke ich, dieses Moment, auch wenn ich durchgehe. Ja, deshalb haben wir euch das jetzt so abgehackt. Weil es ist ganz wichtig, dass ihr gut in eurer Achse steht. Dadurch könnt ihr den Mann unterstützen, der hier auf einem Bein drehen muss und uns dabei noch führen. Und zusätzlich dazu, dass ich dieses Augenmerk auf diese Zwischenposition lege, erinnert euch wieder daran, dass ihr mit dem Zentrum in den Schritt gehen müsst. Und der Oberkörper, der ruht drauf, der kommt dadurch natürlich mit. Hier. Das ist vor allem beim Rückwärtsschritt. Kannst du nochmal zurück, Ricardo? Oder wir machen es einfach nochmal. Ja, ich denke, von hier gehe ich in den Rückschritt nachher rein und nicht oben beim Mann bleiben und nur den Po nach hinten bringen, weil dann kann der Mann auch wieder nicht gut drehen, weil ihr in seinem Raum steht. Mal abgesehen davon, dass es auch nicht so besonders schön für euch aussieht und natürlich nicht bequem ist. Schon wieder von uns für euch. Wir hoffen, die Videos haben euch gefallen und inspiriert. Wie ihr wisst, wir freuen uns immer sehr über Likes und auch Kommentare, auch wenn wir ein bisschen faul sind mit dem Antworten. Aber wir lesen das immer und versuchen auch auf eure Wünsche und Anregungen einzugehen. Also Daumen hoch und am liebsten noch ein Abonnement, wenn ihr das nicht schon gemacht habt. Tschüss und bis zum nächsten Mal.